Moin Leute, willkommen zu der nächsten Folge, nächster Spieltag in der Online-Liga gegen MSV. Und ja, auf jeden Fall hatten wir 6-1 gewonnen gegen Dresden. Und das ist jetzt offiziell mein zweiter Spieltag hier. Weil, ja, wie gesagt, die anderen Spiele wurden ja erstmal für mich gewertet, weil wir noch nicht voll sind. Und deswegen, aber erste Chance für uns, aber Weinkauf ist da. Also zur Stelle. Ah, stark. Auf jeden Fall, ja. Schauen, was, ob wir hier die nächsten Punkte mitnehmen können. Also ist sehr so wichtig. Da ist das 1-0. Da klingelt's. Kutschke. Zum ersten. Ah, komme ich leider nicht vorbei. Wollte ich gucken, ob ich da vorbeikomme, aber leider nicht. Und jetzt vielleicht er mit der ersten Chance für Sauer. Hochgepasst, aber wir sind da. Stand der auf 11er. Ah. Ja gut. Das ist, glaube ich, der erste gelbe. Kann ja alles möglich sein. Jetzt müssen wir aufpassen, die Flagge kommt. Die erste Ecke für ihn. Und die kommt sehr, sehr gut rein. Oh mein Gott. Okay, Ecken muss ich auf jeden Fall aufpassen bei ihm. Schade, komm. K.O. Kurzweger. Perfekt. Stark aufgepasst. Jetzt erstmal gucken und Zeit lassen. Ah, ist abseits. Oder? Nee, doch nicht. LOL. Aber es ruckelt schon wieder. Es ist nicht so gut. Aber da ist die Lücke. Und da ist nicht das 2-0. Weinkauf hält ihn. Aber die erste Ecke auch für uns. Ah, viel zu flach. Glaube ich auch viel zu kurz. Oh, was? Digga, er guckt nur hinterher. Das kann nicht wahr sein, Leute. Aber nächste Flanke direkt und da ist nicht das 2-0. Schade. Da hatten wir noch mal die zweite Chance gehabt. Und jetzt müssen wir echt hier aufpassen. Da ist fast der Ausgleich. Oder richtig. Ah, Ballverlust. Darf uns nicht passieren, aber wir erobern uns den Ball stark zurück. Ja. Aber Kutschke muss eigentlich zum Ball hinlaufen, aber macht er nicht. Da ist ein Spieler bei ihm verletzt. Auf jeden Fall gute Besserung an ihn. Und da ist das 1-1. Ja. Perfekt, Krimpicki. Stark. Alva. Wollte ich zu Elva spielen, aber leider nicht geklappt. Oh ne, da ist alles offen. Aber wir passen auf. Auf ihn direkt wieder. Und wir sind wieder da.
Oh mein Gott, also da müssen, hier müssen wir echt aufpassen auf dieser Partie. Da steht fest. Jetzt oben, stark. Jetzt läuft hier bloß keiner. Elva, doch, Elva läuft. Elva, Elvia war das. Oh, toll. Ich sag Elva die ganze Zeit. Und jetzt. Nein, kurz weg. Bisschen zu weit. Er mit seinem Torwartabschlag. Und jetzt perfekt. Wir gehen wieder über die Flanke. Und diesmal ist Weinkopf da. Auf dem Torwart. Pausen. Nein, wir verlieren wieder den Ball. Ey, wenigstens erobern wir uns immer den Ball zurück. Das ist stark. Oh. Jetzt kann es vielleicht mal über Elvia gehen. Oh, der Keeper ist da. Das war's von der ersten Halbzeit, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, starten wir rein. Let's go. 1-1, kann ich zufrieden sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine ausgeglichene Partie hier. So sollte es eigentlich auch sein. Ah. Ey, was war das denn? Och nee, Ecke. Ecke für ihn. Ah, bunte Tessin. Wir hauen jetzt mal den Ball nach vorne. Stark. Und da ist die Lücke. Ob wir durchkommen? Nee, leider nicht. Sein Abwehrspieler hat was dagegen. Abseits. Alter, wenn das kein Abseits gewesen wäre. Ich hätte ihn auf jeden Fall gegönnt, Alter. Also. Ja. Aber wir finden ebenfalls hier die Lücke nicht. Das ist so ärgerlich, also. Vielleicht ja jetzt. Vielleicht ja jetzt. Nee. Leider nicht. Stendera ist da. Okay, perfekt. Stark. Oh, komm. Zieh durch. Und da ist die Flagge. Und da ist das zweite Tor. Eckert Ayensa. 2-1. Jawohl. Ah, wir verlieren. Also wir müssen hier echt sehr, sehr aufpassen mit den Fehlpässen. Oh ne. Oh, stark. Wichtig. Eckert Ayensa. Jetzt kann er mal ziehen hier. Er macht es auch. Zweiter Pfosten. Nein, Leon Weinkauf ist da. Also, er hat auf jeden Fall eine richtig geile Taktik hier mit den Keeper. Und jawohl, 3-1. Elvia. Ne, Elva. Doch, Elva. Was denn im Moment? Ich kann mich echt nicht entscheiden. Elvina dachte ich zuerst. Denn doch Elva. Oh Mann. Aber auf jeden Fall 3-1. Sau geil. Aber ich freue mich hier nicht zu so früh. Und das ist das 4-1. Okay. 4-1 Eckert Ayensa.
Stark. Ey, ja gut, das war Körper. Komme ich leider nicht durch die Lücke. Ah, das war einer. Noch eine Viertelstunde zu spielen hier. Ah, was? Nein, mein Spieler verletzt sich, aber ich kann direkt aufstehen, also. So ist es nicht. Sogar ich komme mit der Kritik hier. Komm, zieh nochmal an. Schade. Ah, schade. Ja gut. Hätte nochmal Freisinger einwechseln können. Aber Eckart Ayensa konnte ich noch nicht auswechseln, also der kann auch weiterspielen hier. Oh, perfekt. Oh, was? Leon Weinkauf, starke Parade. Und so langsam kommt der Sieg dichter. Und wir machen nicht das fünfte Tor. Leon Weinkauf hat was dagegen, aber wir kommen nochmal. Und Elva schießt ihn mal rüber. Jetzt kommt nochmal Beißner rein. Die letzten paar Minuten. Alte Senden offen. Aber trotzdem kommt hier nicht das fünfte Tor. Oh mein Gott. Also fünfte Tor ist langsam verdient. Ne. Den schießen wir rüber. Und ja, Leute. Wir gewinnen hier 4-1 gegen MSV. Das steht jetzt fest. Und ja.